Pakistan. Ein Land mit atemberaubender Natur, faszinierenden Kulturen und vor allem bekannt für Streetfood. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Pinch of Cider. Mein Name ist Cider und heute bringe ich in deine Küche ein aus Pakistan populäres Gericht, Lahori Karai Gosht. Lasst uns starten. Für die Zubereitung benötigen wir Fleisch eurer Wahl, ich verwende Lammgulasch, frischen Koriander, Knoblauch, Ingwer sowie Gewürznelken, Wasser, grüne Chilischoten, Joghurt, frisch passierte Tomaten. Fertig passierte Tomaten würde ich nicht empfehlen. Hier benötigen wir nochmals Ingwer gehackt für die Dekoration, geschmacksneutrales Öl, ich verwende Rapsöl. An Gewürzen benötigen wir Koriander als Gewürz, grob gehackt, Kreuzkümmel, Chilipulver, Kurkuma, Salz und abschließend Garam Masala, welches in der pakistanischen Küche nicht fehlen darf. Dieses Gewürz findet ihr in asiatischen, pakistanischen sowie indischen Lebensmittelgeschäften. Als erstes nehmen wir uns unsere Pfanne und stellen die Temperatur hoch. Während die Temperatur steigt, nehmen wir uns unseren Standmixer, geben etwas Wasser dazu und geben den Knoblauch sowie den Ingwer dazu. So, das genügt auch schon. Nun können wir unsere Ingwer-Knoblauchmasse in die Pfanne geben. Hier kommt direkt unser Fleisch mit dazu. Wir verrühren es ein wenig, verteilen es ein wenig in die Pfanne. Hier geben wir jetzt den Deckel rauf und das Fleisch darf jetzt so lange garen, bis das Wasser komplett verdunstet ist. Und dann sehen wir uns nach einem Mal. Das Wasser ist komplett eingezogen. An dieser Stelle geben wir unser Öl dazu. So wie unsere selbst pürierten frischen Tomaten. Das Öl hat sich auch schon bereits von den Tomaten getrennt und an dieser Stelle geben wir unseren Joghurt dazu. Denn dieser sorgt dafür, dass die Soße schön cremig wird und wir später dann auch noch mal was zum Dippen haben. Das Ganze wird nochmal verrührt und hier geben wir auch nochmal unseren Deckel drauf, bis der Joghurt sich komplett aufgelöst hat. Und dann sehen wir uns da einmal. Unser Karai Gosht sieht schon sehr gut aus, aber was wäre ein Lahori Karai Gosht ohne unsere grünen Chilischoten? Aus. Und falls ihr euch fragt, wie sich der Name zusammensetzt, dieser besteht aus drei simplen Worten. Und zwar Lahore ist eine bekannte Stadt aus Pakistan, aus der auch das Gericht seinen Ursprung hat. Karai ist ein Eintopf, bestehend aus Fleisch und Gemüse, wobei das Gemüse so lange verrührt wird, bis eine schöne, geschmeidige Soße entstanden ist. Und Gosht bedeutet einfach nur Fleisch. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, euch das Rezept heute zeigen zu dürfen. Macht es unbedingt nach, hinterlasst mir in den Kommentaren, wie es euch gelungen ist, wie es euch gefallen hat und ob ihr es eventuell vorher schon kanntet. Hinterlasst mir auch ebenfalls gerne Fotos auf Instagram mit dem Hashtag Pinch of Cider. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!